Ich behaupte mal, Ihre Architektengeneration ist gescheitert. Im Tessin arbeiten die besten Architekten und trotzdem wurde der Kanton verunstaltet. Das große Problem war, dass die junge Generation, gab es sehr gute Leute dabei, nur hat sie etwas verpasst. Das heißt, als wir, man hat immer gesprochen über die Architekturschule von Tessin. Ja. Die hat es nie gegeben. Ja. Es gab vier Freunde, ja, die kannten sich und wir haben uns die Arbeiten noch. Einer hat mit dem anderen gearbeitet und so weiter. Aber wir haben nie theoretisch, ja, etwas zusammengefasst. Darum, ich denke, das, was die neue Generation verpasst hat, war, sie sollten machen, was wir nicht gemacht hatten. Sie sollten unsere Epoche durchschauen, durchblicken und versuchen, theoretisch, no, zu verstehen, was geschehen war, was wir nie gemacht hatten. Ja? Und das ist nicht vorgekommen. Und darum scheint mir, das Problem der neuen Generation ist das. Sie haben keine richtige, wie sagen wir, Bezug gehabt, über was wir gemacht hatten. Also Sie sagen, die Tendenz gab es gar nicht. Aber es gab ja Tendenz. eine Ausstellung. Ja, da gab es diese Ausstellung, obwohl wir fühlten uns nicht in die Tendenz drin, ja, weil die Tendenz, wir hatten Bezüge mit diesen Leuten von Italien, aber richtig fanden wir uns überhaupt nicht in eine Schule oder in eine Tendenz, ja. Wir stellten die Probleme, die wir stellten, ja, die wir glaubten, es waren wichtig, ja. Und der wichtige Kampf war gegen die Vorschriften, kantonal und kommunale, no? Vorschriften. Das war unser, wie sagen wir, ständiger Kampf, ja? Das sicher. Aber den haben Sie verloren. Teilweise, weil etwas ist schon durchgegangen. Zum Beispiel viele Vorher, zum Beispiel, als wir dort waren, fast alle Gesetze von Gemeindegesetze, alle sahen vor, schräge Dächer, no? Flachdach, fast unmöglich im Tessin. Dort haben wir, es ist uns gelungen, ja, diese harte Situation zu brechen. Ja. Das ist uns gelungen. Einige solchen Fragen haben wir schon erreicht, aber wenig, wenig. Ich sage jetzt trotzdem, die Ja. Tessiner Schule hat wenige Projekte realisiert im Tessin. Wenn, im Ja. Vergleich zu, Ja, ziemlich wenig, ja. warum ist das? Und keine großen. Ja, aber es hängt ab, zum Beispiel ein Botta, no? Obwohl er war noch nicht dabei am Anfang, ja, weil er sehr jung ist, dann baut wie ein Verrückter, ja, Botta. Man kann nicht mehr bauen als er, ja. Ich baue sehr wenig, ja, aber das ist schon seit am Anfang her, ja. Wenn ich ein Projekt mache, ich versuche immer, die Gegend, wo man ein Projekt steckt, zu ändern. Und das in der Realität ist sehr schwierig, auch in einem Wettbewerb, weil eine Straße zu ändern, zum Beispiel, ist das schwierigste Problem, das es gibt. Ja? Und darum fallen viele von meinen Projekten weg, weil man sollte vorher etwas machen, ringsherum das Projekt, das ich machte. Ja? Und darum habe ich gescheitert wegen so solche Situationen, ja. Ja, Sie haben jetzt seit 54 Jahren haben Sie Ihr Büro in Locarno. Ja. Sind Sie hier schon immer? Waren Sie hier in diesem Ich Haus? war immer da im Lokal, ja, mit dem Büro, ja. Ja. Und Sie haben auch den Wettbewerb zum Beispiel gewonnen für die Piazza Für Grande. Piazza Grande, der Ja. nie noch entstanden ist, ja. Jede 2 Jahre vor der Wahlen, ja, sie rufen mich immer, ja. Weil sie sagen, es wird anfangen, aber es hat nie angefangen. Und jetzt haben wir mit die Gemeinde Locarno total gebrochen. Ja, zusammen. Ich habe keine Beziehungen mehr. Ja. Also kommt das von Ihnen her, Es oder? kommt von mir. Ja, Also Sie haben einfach genug, oder ja, warum ich ist hatte das? es genug. Ich hatte nicht mehr Lust, ja, mit Ja. diesen Leuten etwas zu tun zu haben. Ja.
Aber das Projekt, immer noch, ich finde, ich habe es angeschaut, ist immer noch ein schönes Projekt. Hat, ja, es ist ja ein altes Projekt, ja, aber hat seine Gültigkeit bewahrt. Ja, mir scheint, ja, er hat schon. Ja. Aber mit Locarno ist es immer so gewesen, weil, obwohl ich bin da seit 50 Jahren, arbeite ich da, Locarno habe ich nur einen einzigen Auftrag gehabt. Ja. Das sind die Case Popolari, die Wohnbauten für arme Leute, die wir gebaut haben, die ich gebaut habe mit Vacchini damals. Das war, glaube ich, in den 60er Jahren. Und es war ein besonderes Projekt, weil es war ein Holzbau, eine Holzfassadenbau, aber ein großes Gebäude mit 6 Geschossen. Und diese Entscheidung, Holzfassaden zu machen, ist sehr heikel, ja, besonders im Tessin, wenn Holz geht nicht gut. Ja. Und wir haben alles vorbereitet, um die Fassaden zu erhalten. Wir haben ein kleines Apparat gemacht auf dem Dach, damit man konnte die Fassaden kontrollieren, ja, jedes Jahr. In 20 Jahren haben sie nie etwas getan. Ja. Und natürlich, die Fassaden sind noch langsam, haben sie angefangen zu faulen. Ja. Und darum, ich habe dieses Projekt, wir haben diese, dann haben sie ein Projekt, ein, wie ein, wie sagt man, ein Wettbewerb gemacht, wie könnte man diesen Bau ändern. Wir haben mitgemacht, wir haben eigentlich nur dem Projekt gesaubert, ja, ohne große Eingriffe. Ja. Und der gewonnen hat, unser Projekt war ein Projekt von 400.000 Franken, der gewonnen hat, war ein Projekt von 3 Millionen. Und dieser Projekt hat das totale Gebäude zerstört, praktisch. Ja. Jetzt ist noch das, man kann es anschauen. Ja. Und darum mit Locarno immer Pech gehabt, immer, vom Anfang an. Ja. Sie sagten immer, Sie wollten das Politische nicht trennen vom Architektensein. Habe ich mal gelesen. Kann Architektur den Menschen verändern? Ich habe nie geglaubt, dass der Architektur kann die Menschen verändern. Ich glaube, Architektur kann Architektur verändern, aber nicht die Menschen. Aber als ich die Erfahrung gemacht habe in Monte Carasso, habe ich etwas geändert, meine Idee über Architektur, weil dort Architektur hat die Leute verändert und stark verändert. Ja. Weil zum Beispiel Monte Carasso, als ich dort kam, war ein armer Dorf und die Leute von Monte Carasso waren gekennzeichnet als die Armen und auch die dummen Leute. Das heißt, Leute, die überhaupt keine Intelligenz hatten. Ja? Weil in der Schule zum Beispiel, wenn einer schlecht war, sagte man, du bist von Monte Carasso. Monte Carasso war das Symbol, wenn einer dumm war, ja, und blöd. Und dort, die Leute haben sich stark geändert, sehr stark. Und heute sind praktisch, kommen schon Leute von Lugano in Monte Carasso. Ja? Monte Carasso ist so... um zu wohnen. Das ist unglaublich. Die Veränderung, die dieses Eingriff getan hat, über die Bevölkerung. Und ich glaube, dort ist etwas geschehen, das ich glaubte überhaupt nie, so eine Änderung. Ja. Das sind jetzt doch schon einige Jahrzehnte, in denen Sie zusammenarbeiten mit dem Bürgermeister Ghidotti. Seit 30 Jahren. Und man geht immer weiter. Ja. Ja. Ihr letztes Projekt, das will ich trotzdem noch schnell erwähnen, ist dieser Musiksaal. Ja. Das ist erst ein Projekt, ist im Moment, wird er nicht gebaut? Nein, man hat nur den Sockel gebaut, weil man musste Keller für Luftschutzkeller bauen für die Gemeinde. Dann haben wir den Sockel gemacht, ja, von diesem Gebäude. So kann man es weitermachen, ja, wenn man will. Aber da
Es wurde nie imstande, es stand nie imstande, weil es sind die Sozialisten, meine guten Freunde von Monte Carasso, die haben sich geweigert, das Geld, das ich bekommen hatte von einem Freund von mir, ein alter Student, dieses Gebäude kostet ungefähr 30 Millionen und er hat mir auf dem Tisch die 30 Millionen gegeben, ja? Ein reicher Student von mir. Und, aber die Sozialisten haben sich geweigert, ja, dieses Geld anzunehmen, weil sie meinten, dass die Arbeiter brauchen überhaupt keine klassische Musik. Ja? Die Arbeiter können nur Philharmoniker hören oder so hören oder so etwas. Ja? Und so ist gescheitert die ganze Problematik. Der Bürgermeister versucht immer noch, ja, diese Leute zu überzeugen, aber es wird einige Zeit dauern. Ja. Also die Hoffnung ist immer da. Ja. Ist noch da, ist ja noch nicht gestorben. Sie haben auch das Kloster mit der Schule, ja, haben Sie vor 2-3 Jahren erweitert mit 2 Klassenzimmern, ja, und zwar an der schwierigsten Lage. Alle Architekten hätten gesagt, ja, also ich spinne, wenn ich, ja, an die Kirche anbauen muss, ja, und unten hat man noch die archäologische Ausgrabung. Ja. Warum haben Sie das dort gemacht? Ich habe es dort gemacht, weil in der Geschichte von Monte Carasso dieses Teil der Kirche war immer gebaut. Vor der Kirche hat man immer andere Gebäude gehabt und es gab auch ein alter Kloster vom Mittelalter, der einzige mittelalterliche Kloster vom Kanton Tessin, und er wurde im 68 zerstört von dem Militär, weil, und alle waren einverstanden, alle die, wie sagt man, Denkmalpflege, alle waren einverstanden, weil die Militär haben sie gratis zerstört. Ja? Darum waren sie alle einverstanden. Und sie haben das einzige mittelalterliche Kloster von Kanton Tessin zerstört. Ja? Das war die schlimmste Sache, die man machen konnte. Und darum, ich habe am Ende entschieden, die Schule in diesem Ort zu bauen, wo der alte Kloster war. Erstens, um die Reste des Klosters zu schützen, die ich herausgeholt habe von der Erde. Und auch, weil dort hat immer in der Tradition immer Gebäude gegeben. Ja. Weil an diesem Kloster fehlte immer das dritte Teil, ja, gegen die Kirche. Mhm. Und darum habe ich es dort gemacht. Mhm. Mit großen Schwierigkeiten, weil der Kanton hat mein Projekt 4-mal zurückgeschoben. Ja. Man hatte große Probleme gehabt mit dem Kanton. Und am 5. Mal, ich habe die Fäuste auf den Tisch gestellt, ja, sonst hätte ich den Tisch umgeworfen. Und am Ende haben sie mir noch zugesagt, ja, mit großer Schwierigkeit. Es ist ein Glück von mir gewesen, keine Leute mit, wie sagen wir, keine Ärzte, keine Professoren, sind alle Arbeiter und sind alle Leute, die arbeiten für den Kanton heute. Vorher waren sie Bauern, ja. Heute arbeiten für den Kanton. Und diese Leute sind ganz wunderbare Leute, mit ihnen zu arbeiten und zu sprechen. Aber ich glaube nicht, sie haben die Kraft oder die Möglichkeit, rauszukommen, ja, von so einer Situation. Aber die Zukunft wird das sagen. Ja. Die Hoffnung ist immer da. Sie haben mal gesagt, Sie sind heute ein Nomade geworden. Mhm. Stimmt das noch? Ja, stimmt schon. Ich bin immer Nomade gewesen. Immer. Ja. Obwohl ich 50 Jahre im Locarno bin. Mhm. Ja. Aber mir gefällt, ich habe nie Lust gehabt, ein Haus für mich zu bauen. Ja. Mhm. Nie. Warum nicht? Weil mir gefällt viele Orte. No? Mir gefällt nicht, einen Sitz zu haben, ja, an dem ich gebunden bin, auch finanziell, ja, das stört mich. Ja. Und wo ich gebunden bin, ist der See. Mhm. Der Langensee ist der See, wo ich mich sehr gebunden bin, fühle. Ja. Aber ein Haus zu haben, nein. Gibt es Häuser im Tessin, die Sie immer wieder anschauen gehen? Es gibt schon Häuser, die nicht meine. Ja. Ja. Meine, ich muss sie anschauen, weil kommen immer Leute, um sie zu besichtigen. Ja. Darum bin ich gezwungen, ja.
Aber sonst meine Häuser gehe ich fast nie sie anzuschauen. Aber andere Häuser schon. Ja. Gibt es ein Haus, das Sie regelmäßig anschauen? Ein Haus, das oder eine Kirche? Regelmäßig anschaue. Oder ist es ja mehr die Stadt? Eine ist sicher das Gebäude von Facchini, da im Piazza Grande, im Piazza Locarno, der auf Stall, ja, das Stallgebäude von Facchini, den gehe ich ziemlich oft, weil ist auch unter den Augen. Ja. Mhm. Facchini hat immer gesucht, er wollte ein Gebäude machen, praktisch fast, wenn möglich, ohne Stützen. Ja. Das war sein Versuch. Und auch dort versucht er immer mehr. Die Stützen werden immer seltener. Ja. Dort, glaube ich, gibt es 4 Stützen mit großen Ausgrabungen. Ja. Weil er versucht jetzt mit den Fassaden die Ausgrabungen zu stützen. Und das war eine interessante. Sie haben ja mal ganz, ganz früh mit Facchini zusammengearbeitet. Ja. Wir haben 4 oder 5 Jahre zusammengearbeitet. Ja. Und dann haben wir uns geschieden, ja, die beiden, wegen ein dummes Problem. Er wollte sein Haus projektieren, entwerfen. Und ich habe ihm gesagt, gut, dann machen wir ein Modell, ein Muster für eine Siedlung, für Arbeitersiedlung. Ja. Nur Facchini war nicht der Typ, man könnte mit ihm über solche Probleme sprechen. Ja. Überhaupt nicht. Und darum hat er gesagt, gut, dann mach es du. Ja. Kannst du es machen. Dann habe ich das Haus gemacht, ein Projekt. Und als ich ihn zeigte, das Projekt, das war ein Muster für einer dieser Häuser. Er schaute das Projekt an und sah, dass in dem WC, no, der Toilette, gab es kein Bidet. Und er hat gesagt, ich wohne nicht in dem Haus ohne Bidet. No, ich brauche das Bidet. Und ich sage, aber in diesem Haus kann man kein Bidet reinstellen. Ja? Weil die Maßen sind so, dass ein Bidet nicht reinkommt und die Arbeiter brauchen nicht ein Bidet. Ja? Und so haben wir uns geschieden, wegen dem. Wegen dieser Situation haben wir uns geschieden. Aber nachher sind wir mehr Freunde geblieben als vorher. Ich habe immer seine Sachen angeschaut. Wir haben immer über Historie gesprochen. Immer das ganze Leben lang. Ja. Also das heißt, Sie haben immer noch Kontakt und auch mit Dieter Carloni? Ja, mit diesen Leuten. Ja, schon. Haben Sie immer noch Kontakt? Ja, ja. Ja. Gibt es da einen Austausch? Aber zusammenarbeiten? Nein, zusammenarbeiten mit Carloni haben wir zusammengearbeitet, verschiedene Male, aber nicht letztlich. Seit 15 Jahren nicht mehr, nein. Mit Botta haben wir auch gearbeitet, mit Caffetti, mit Facchini, mit der nächsten Gruppe. Ja, ja, die Tessiner, das sogenannte Tessiner Schule. Ja. Mit welcher Arbeit von Ihnen, mit welchem Projekt und mit welchem Bau haben Sie das Gefühl, haben Sie am meisten bewirkt? Ich glaube, es ist das Kalmanhaus, das kleine Häuschen auf dem Hügel. Ich glaube, dort resümiert dieses Haus viele von meinen Überlegungen über Landschaft, über Architektur und so, stecken alle dort drin. Ja. Das kann man. Also dieses Bauen am Ort. Bauen am Ort, oder wie haben Sie es genannt? Ja. Wie hat sich diese Wirkung gezeigt? Einfach vom Echo, das Sie bekommen haben? Oder nein, ist das Haus, das mir in der, wie sagt man, aus der Schweiz mich wurde, wie sagt man, bekannt wegen diesem Haus. Also weltweit bekannt. Ja. Und ich habe nie etwas publiziert vorher. Ja. Und es kam immer, war Mario Botta, der immer wollte meine Projekte publizieren. Und ist der, dass er mein erstes Haus publiziert hat. Ja, ist Mario Botta. Ja. Weil er wollte nie, hatte nichts zu tun mit Publikationen. Und dann hat er dieses Haus publiziert und hat einen großen Erfolg gehabt, sofort in den anderen Ländern und so. Sonderbar, ja. So ein kleines Häuschen, ja, gut. Also das kennt jeder Architekturstudent, kennt das Haus immer noch. Ja, immer noch, ja, brauchen Sie in ein paar verschiedenen Schulen, ja. In verschiedenen Schulen, die ich gehe, es gibt immer eine Makette oder ein Modell von diesem Haus, ja. So.
Aber also sagen Sie dann, dass im Kallmann-Haus alles schon drin ist, was später auch kommt? Ich glaube schon. Ja? Ja. Mir scheint, dort steckt alles drin und besonders die Themen und der Bezug zur Natur. Mhm. Dort stecken sie ziemlich klar drin. Ja? Welche war meine Haltung gegenüber dieses Problem? Weil am Ende habe ich ein Aphorismus gehört von meinem Freund, der brasilianische Architekt Mendes, Paulo Mendes da Rocha. Der hat ein Aphorismus geschrieben und er heißt, dieser Aphorismus, ist der Aphorismus, das mir am meisten gefällt: Die Natur ist ein Dreck. Ja. Ist ein? Dreck. 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 Una merda. Ist der Aphorismus, das mir am meisten gefällt, weil es stimmt total überein mit meinen Gedanken. Ja. Und er hatte auch dieses Aphorismus, wie sagt man, versucht zu erläutern, ja, warum. Und er sagt, dass die Natur gibt uns, besonders Architekten, der größte Geschenk, das jemand uns geben kann. Sie sagt uns, bitte versucht mich zu ändern. Ja? Weil meine Landschaft ist nicht für die Menschen gemacht. Ja? Das ist meine Landschaft. Ja? Wenn Sie wollen in einer Landschaft leben, ja, dann müssen Sie mich ändern. Um mich zu ändern, müssen Sie mich wie sagen wir, immer gegen mir handeln, immer gegen die Natur, nie mit. Und das fand ich wirklich eine überzeugende Überlegung, ja, über Natur, dass ich ist mein auch mein fixer Punkt in alle meine Arbeiten. Aber Sie haben jetzt bei dem Haus, das Haus Kallmann ist ja nicht gegen die Topografie zum Beispiel. Es geht ja mit den Terrassen, Sie gehen ja auch mit der... Ja, und das ist, wenn man mit der Natur, zum Beispiel die Wand hinten, die geht mit der Natur zusammen. Und das ist, was ein Architekt nicht machen darf. Das kann es machen. Ein Architekt über 50 Jahre, ja, nie vorher. Ja. Aber wenn man so etwas macht, dann muss man ein Antidot, ich sag mal Antidot, ein Gegenpol schaffen. Und das ist die Grenze von der Terrasse. Und dort ist eine gerade Wand, die ganze Natur teilt. Dort ist eine runde, no, Hügel, und die geht gerade raus und so schneidet total diese Natur. Und dank dieser Gerade, die gegen die Natur wirkt, kann man heute die Natur gut lesen. Ja. Es brauchte diese Gegenüberstellung, ja. Sonst wäre es falsch gewesen, ja. Sicher falsch. Und Sie haben vorher gesagt, dass die Haus Kallmann, dass dort sehr viele Themen schon, oder die meisten Themen, stecken da sogar städtebauliche Themen drin in diesem Haus. Sie haben ja später sehr viele städtebauliche Projekte gemacht. Städtebaulich ist das große Problem des Einfamilienhauses. Ja. Das Einfamilienhaus stellt das große Problem, wenn man an die Stadt denkt. Ein Einfamilienhaus ist praktisch etwas gegen die Stadt. No? Und darum muss man das überwinden können, ja? Sonst kann man kein Einfamilienhaus bauen. Ja? Und das Problem war, die einzige Möglichkeit, die ich hatte, ist, wie man in Bezug zu dieser Landschaft neben der Stadt sich stellt. Ja? Und das war zum Beispiel das Problem der Panoramablicke, die ganzen Hügel der Stadt Locarno hat. Und so habe ich die Idee gehabt, der Mensch ist kein Vogel, ja? Darum ein Mensch könnte nie auf einem Eiffelturm leben, ja? Ist ja unmöglich mit der großen Landschaft vor sich. Darum, um sich in Bezug zu stellen mit der Landschaft, man ist gezwungen, ein Vorderplan, etwas zu machen vor der große Panorama. Ja? Das war die Pergola. Mhm. Wie sagt man auf Deutsch eine Pergola? Eine Pergola? Pergola. Ja. Eine Pergola. Und ist die Pergola,
Was macht die Pergola? Wenn Sie eine Pergola haben mit den Stützen, Sie stellen einen Tisch unten, stellen eine gute Flasche Wein über dem Tisch, dann sehen Sie, dass die Flasche Wein ist groß wie die Berge von 2000 Metern, die hinterstecken. Ja? Und das ist die Pergola, die uns den Rahmen gibt, um die Berge zu verkleinern. Ja? Darum, der Berg wird ein Element der Familie. Man kann spielen mit dem Berg, man kann sprechen mit dem Berg. Aber wenn keine Einrahmung gibt von so großen Landschaften, der Mensch ist verloren. Er weiß nicht, mit was er zu tun hat. Ja? Und das war diese Überlegung, ja, die mir geholfen hat, diese Bezüge herzustellen. Ja? Sie haben ja während Ihrer ETH-Zeit Merksätze zur Architektur geschrieben, diese Aphorismen, die Sie nannten. Haben die immer noch Gültigkeit? Immer. Seit 50 Jahren warte ich immer der Architekt oder der Mensch, der mir einer in Prise stellt. Ja? Eine Falle, oder? Eine Falle. Er sagt, der ist nicht gut. Ja? Ja. Niemand ist das geschehen. Niemals. Nur einmal ist mir das geschehen. Ja? Weil ich hatte einen Aphorismus, der sagte, die Architektur ist Leere. Im Sinne von leeres Raum. Es liegt dir an, sie zu definieren. Und als ich das schrieb, dieses Aphorismus, ich dachte an die historische Stadt. Weil in der historischen Stadt, das leere Raum, ist das wichtigste architektonische Raum. Es war das öffentliche Raum für alle Leute. Das waren die Plätze, waren die Straßen, die Wege und so weiter. Die waren die leeren Räume. Also sind wichtig, mehr als die Häuser, waren die leeren Räume. In der heutigen Stadt ist das komplett, dieses Prinzip ist weg. Das heißt, das Raum unter den Häusern, zwischen den Häusern, ist nichts. Ist ein Rest, ohne jeglichen Sinn. Und darum ich dachte, dass mein Aphorisma war falsch für die heutige Situation. Aber mit den letzten Arbeiten, die ich gemacht hatte, das waren städtebauliche Projekte wie die Akropolis, die Metropol von Holland, bei den größeren Arbeiten habe ich am Ende von diesen Arbeiten wieder dieses Spruch geschrieben. Ja? Und das neue Spruch, weil ich wollte es ändern, und mein neues Aphorisma ist Architektur ist Lehre. Es liegt an dir, sie zu definieren, ist identisch. Nur, es hat einen Unterschied, er ist mit Großbuchstaben geschrieben, ist nicht mit kleinen Buchstaben. Das heißt, es ist wichtiger als vorher geworden. Ja. Ja. Und das habe ich ja vor ein paar Jahren gesehen. Ist die einzige Änderung, die ich in meinen Aphorismen gehabt habe, in 30 Jahren. Mir ist aufgefallen, Sie lieben das Paradoxe ein bisschen. Ein wenig schon. Woher kommt das? Kommt das aus der Biografie? Das kommt von meinem Freund Vacchini. Weil Vacchini, er liebte nicht Lehren. Ja? Die Lehre war nicht für ihn. Weil er sagte, über 30 Studenten, sicher 28 sind Leute, die überhaupt nie Architektur machen wollen und nichts. Ja? Darum... Er hat die Lehre gemacht mit Paradoxen. Ja. Mhm. Das heißt, er sagt, die intelligenten Leute, die werden den Paradox verstehen. Ja. Die anderen nicht. Und darum, als er in Zürich ein Semester gemacht hatte, er hatte gegeben als Aufgabe die Bahnhof Zürich. Und die Studenten haben ihn gefragt, aber können wir nicht einen Text etwas haben, ja, um etwas mehr zu verstehen, sagte er ohne weiteres. Der Text ist die Bibel und Sie müssen auch eine Musik haben, eine Platte von Giuseppe Verdi, L'Aida von Giuseppe Verdi. Das sind die zwei wichtigsten Elemente. Also. Und dann die Nicht-Architekten, sagen wir so, sie kamen alle mit der Platte. Mit der Platte und mit der Bibel. Ja. Und sie suchten in der Bibel die Lösung vom Bahnhof Zürich. Ja. So. Das war die Art, die Vacchini hatte, ja, um sich zu verteidigen von diesen Leuten.
Ich habe das nicht, ja. Aber von ihm habe ich den Paradox gleich gelernt. Oder auch den gleichen. Ja. Sie haben ja immer gesagt, Sie haben ja lange waren Sie Lehrer, also Professor in Lausanne. Ja. Und Sie haben immer gesagt, Sie wollen aus den Studenten intelligente Menschen machen. Eigentlich. Fast mehr, wichtiger als gute Architekten. Ja. Ist Ihnen das gelungen? Ich weiß nicht, wie ich zu sagen darf. Ich wollte mehr, ich sage Intellektuelle, ja, vor Architekten. Ja. Mhm. Weil auch ein Architekt kann er gut sein, aber wenn er ethisch nicht vorbereitet ist, auf ethischer Seite, ist nicht nur ein Feind von dir, ist schlimmer als ein Feind von dir. Mit ihm kannst du nie etwas anfangen. Darum, man braucht die Leute auf die ethische Seite zu vorbereiten. Und wenn sie nicht Architekten sind, ist es nicht schlimm. Man kann sie immer brauchen auf andere Gebiete. Aber der Architekt, auch der brillante Architekt, der ethisch nicht eine Vorbereitung, eine ethische Vorbereitung, der ist mein Feind immer. Das Warum? Ist sicher. Also wo ist das, wo ist das Problem? Also wo kommen dann die Steine? Die Ethik ist für mich absolut wichtig in einem Menschen. Mhm. Ja. Sonst kann man mit ihm überhaupt nichts anfangen. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Würden Sie dann sagen, dass Ihre Projekte ethisch sind oder die meisten? Das weiß ich nicht. Das müssen eventuell die anderen sagen, ob sie ethisch oder nicht ethisch sind. Ja. Mhm. Sie haben sich immer noch nicht versöhnt mit der ETH, obwohl Sie nach 50 Jahren nach Ihrem Diplom haben Sie ja den Dr. HC. Sie haben mir auch den Doktorat gegeben, ja, alles. Aber versöhnt, nein. 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 Und warum, woher kommt der, die Hass, der, dieser Hass? Von Zürich. Auf die ETH. Ja, sie haben mir... Ich weiß nicht, sie haben mir immer Scherereien gemacht. Das heißt, in allen, es gab verschiedene Wettbewerbe, ja, für Professor zu werden. Sei in Zürich, sei in Lausanne. Sie haben mich immer rausgeworfen. Mhm. Immer. Ja. Und es gab immer etwas, ich verstehe nicht. Der einzige Professor, das ich geliebt habe in Zürich, war einer, ich wollte einmal ihm eine Faust auf dem Gesicht stellen. Das war der Professor von Holzbau. Und der hatte mir, weil im ersten Jahreskurs gab es Holzbau, im Holzbau sollte man das Landhaus und das Pförtnerhaus entwerfen. Ja? Diese Berner Hütten. Ja? Und er war ein Haitianer. Ja, bei Brivion. Right, ja. Und er machte nur wie sagen wir, Projekte wie die Wasserfallgebäude von Frank Lloyd Wright. Ja? Beton, Steine, flache Dächer. Und er wurde verrückt mit Recht. Ja? Wurde er mit mir verrückt. Und er war verrückt mit ihm. Ja? Weil er wollte, dass ich diese Häuser machte. Und ich machte sie nicht. Dann am Ende habe ich entschieden einmal, er will Frieden machen mit diesem Professor. Er hat mir gegeben, ein Doppelfenster aus Holz zu bauen, zu entwerfen. Dann habe ich von morgen bis abend gearbeitet, um das schönste Doppelfenster der Welt zu zeigen, ja, mit allen Details. Und am Ende, als er kam, als er einen Meter von meinem Tisch war, sagte er mit dem Kopf, nein. Ich bin gesprungen von meinem Sessel. Ja. Ich habe ihn an den Kragen genommen. Ich wollte ihm eine Faust auf die Nase stellen. Und dann habe ich gehalten, ja, bin ich gesessen. Ich habe ihn gefragt, aber wieso machen Sie nein mit dem Kopf? Das ist das beste Fenster, das ich, und dass Sie nicht einmal Sie können, ja, das machen. Und er hat mir geantwortet, sein Fenster ist schlecht. Und ich sage, warum? Sagt, weil er schließt zu gut. Als er mir das sagte, ich saß im Moment am Tisch, sollte im Moment denken, ja, wieso sagt er mir so etwas? Und damit habe ich verstanden. Und ich habe wieder den Sprung gemacht und ich habe ihn geküsst und umarmt. Und von dem Moment wurden wir unglaubliche Freunde. Ja. Das war Professor Hess vom Holzbau.
Das ist die einzige Wahrheit, die mir die Hochschule Zürich gegeben hat, in 5 Jahre Studium. Ja. Und seither machen Sie Fenster, die nicht dicht sind. Ja. Jetzt weiß ich, dass wenn man ein gutes Haus macht, macht man Fenster, die nicht gut schließen. Nicht gut schließen. Sonst die Leute sterben. Mhm. Wenn man ein Haus total schließt, so ein Mensch stirbt. Mhm. In einem Auto. Ja. Sie haben als Professor auch häufig, ich nehme an, die Architektur in der Schweiz beobachtet. Wie ist der Zustand heute? Wie schätzen Sie das ein? Was ist los mit den Architekten? Ja, aber ich muss sagen, dass in der Schweiz geht etwa besser als außerhalb der Schweiz. Ja, das ist die erste Sache, die ich muss sagen. Ja. Und ich muss sagen auch, dass die besten Architekten der Schweiz alle meine Studenten waren, ja, wie Diener, wie Herzog und de Meuron und so. Aber ich muss sagen, dass letztlich, ich spreche besonders von Herzog und de Meuron, ihre Linie, die sie genommen haben, ich bin nicht mehr so einverstanden. Ja. Das heißt, auch sie haben immer die Gedanke, dass jedes Mal muss man etwas Neues erfinden. Und in der Architektur gibt es überhaupt nichts zu erfinden. Ja? Alles ist schon gemacht worden. Ja? Man muss nur ein wenig zurückschauen, ja? Und alles ist schon da. No? Und darum, ich weiß nicht, diese Lust, immer einen Gag zu finden in der Architektur, das stört mich. Mhm. Der andere, der mehr die Linie erhalten hat, ist sicher Diener. No? Mhm. Der scheint mir mehr streng zu sein. Ja? Aber ich kenne auch gute Architekten von der Schweiz, zum Beispiel zum Tor. Ich finde er sicher ein guter Architekt, ja, und hat sehr gute Sachen gemacht. Ja. Nein, in der Schweiz geht es noch, gegenüber was außerhalb geschieht. Mhm. Sie lernen ja jetzt besonders in Italien und haben Projekte. Nein, in Italien ist das Elend, ja, total. Das totale Elend. In Italien gibt es überhaupt nichts mehr. Ja. Der einzige Architekt, den ich kenne in Italien, der wirklich gut ist, ist Francesco Venezia. Ja, aber er hat auch wenig Arbeit, ja, bis jetzt. Aber in Italien geht es sehr, sehr schlecht. Ist vielleicht für Architektur das schlimmste Land heute in Europa, für Architektur. Und warum kommt das? Wie erklären Sie das? Schwierig zu verstehen. Vielleicht kommt auch von Berlusconi, aber das weiß ich nicht. Kann sein, ja. Kann sein.